Hallo liebe Fans von Witzbert 83, heute haben wir was mal zum Ankündigen. Und zwar macht er jetzt momentan keine Lieder, er macht jetzt momentan kleine Geschichten. Das wiederum macht er nicht alleine, sondern mit Rapperboy 25, ebenfalls in Knuddels. Die beiden haben sich zusammengetan und versuchen eine kleine Geschichte auf die Beine zu bringen. Jeder kennt die Geschichte, Rotkäppchen und der böse Wolf. Nur die beiden haben eine andere Geschichte, das heißt Viruskäppchen und die böse Maus. Das handelt alles von einem PC, Rechner, alles was dazugehört. Ja, und sie haben auch schon angefangen mit der Geschichte, nur leider müssen sie immer lachen. Ja, ihr könnt schon mal reinhören, wie sich das anhört. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal fertig werden, aber das kann noch lange dauern. Viel Spaß. Dies ist eine Geschichte über das Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine süße Viruskäppchen in einem alten Rechner. Viruskäppchen wunderte sich. Dies ist eine Geschichte übers Viruskäppchen und die böse Maus. Dies ist eine Geschichte übers Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine Oh Mann, Scheiße, Alter. Dies ist eine Geschichte übers Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine süße Viruskäppchen in einem... Eis. Dies ist eine Geschichte übers Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine süße Viruskäppchen in einem alten Rechner. Viruskäppchen wunderte sich, denn sie hatte seit 6 Stunden sich in das System gefressen, was immer noch nicht richtig zerstört war. Mensch, das ist aber ein echt versteckter Ordner. Plötzlich klopfte es am Monitor. Bim, bim. Wer ist da denn? Ich bin es. Ja, das bist ja du. Du Arsch, Alter. Ich hab da meinen Namen stehen. Du Arsch. Ey, jetzt hab ich so gefreut, dass ich so weit geschafft hab. Viruskäppchen und die böse Maus. Ach, scheiße. Dies ist eine Geschichte übers Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine süße Viruskäppchen in einem alten Rechner. Viruskäppchen wunderte sich, denn sie hatte seit 6 Stunden sich in das System gefressen, was immer noch nicht richtig zerstört war. Mensch, das ist aber ein echt versteckter Ordner. Plötzlich klopfte es am Monitor. Bim, bim. Wer ist denn da? Ich bin es, dein Viruscan. Oh, hallo Viruscan. Viruskäppchen, da ist ein Fehler im System. Mensch, das ist aber echt ein netter Ordner. Ja, ich finde ihn auch trojanisch. Was führt dich denn zu mir, Viruscan? Nun, ich war heute Morgen schon am Netzteil angeschlossen, dass es ein wunderschönes Geräusch von deinem PC gibt. Und stell dir vor, da hörte ich etwas Musik und das kam aus deinen Boxen. Tja, alles ist Philips. Zuerst dachte ich, schnell weg, die Tastatur wackelt. Aber dann war mir klar, die böse Maus lief im Wald, also pass auf. Danke für den Klicko! Du bist noch dran, du Idiot. Nein, danke für den Klicko und dann bist du Viruskäppchen. Aber ich hab dich da unter Timo. Du wolltest doch die nächste... So, Leute, aufgepasst. Da es Witzbär 83 und Rapperboy ein bisschen langweiliger wurde, haben sie sich gedacht, sie machen mal eine andere Sprache mit im Text rein. Und das hört sich genau so an. Auch das ging leider daneben. Dies ist eine Geschichte über das Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine, süße Viruskäppchen in einem alten Rechner. Viruskäppchen wunderte sich, denn sie hatte seit 6 Stunden sich in das System gefressen, was immer noch nicht richtig zerstört war. Mensch, das ist aber ein echt versteckter Ordner. Plötzlich klopfte es am Monitor. Bim, bim. Wer ist denn da? Ich bin es, dein Viruscan. Oh, hallo Viruscan. Viruskäppchen, da ist ein Fehler im System. Aber der Ordner, der ist doch so versteckt. Ja, ich finde ihn auch trojanisch. Was führt dich zu dir, Viruscan?
Nun, ich war heute Morgen schon am Netzteil angeschlossen. Das ist... Warte mal, ich hätte das ja nicht als Rede machen müssen, oder? Was? Das jetzt eben? Nein. Scheiße. Deine Rede ist ja nur da unten, das mit diesem Viruskäppchen-Trank eine kleine Tasse Warte Tee. Mal. Stimmt, ey, ich hab die Reihe verrutscht. Ah, nochmal von vorne. Ah, ich muss... Dies ist eine Geschichte über das Viruskäppchen und die böse Maus. Es war einmal im tiefen Wald, weit, weit weg, ein kleines Webhäuschen. Dort wohnte das kleine süße Viruskäppchen in einem alten Rechner. Viruskäppchen wunderte sich, denn sie hatte seit 6 Stunden sich in das System gefressen, was immer noch nicht richtig zerstört war. Mensch, das ist aber ein echt versteckter Ordner. Plötzlich klopfte es am Monitor. Bim, bim. Wer ist da? Ich bin es, dein Viruscan. Oh, hallo Viruscan. Viruskäppchen, da ist ein Fehler im System. Mensch, das ist aber ein netter Ordner. Ja, ich finde ihn auch trojanisch. Was führt dich zu mir, Viruscan? Nun, ich war heute Morgen am Netzteil angeschlossen. Das ist... Scheiße. So, wir hoffen natürlich, dass die Geschichte bald fertig sein wird von Witzbär 83 und Webberboy 25. Ja, die beiden sind auf jeden Fall immer noch dabei, die Geschichte weiterzumachen und natürlich auch mit verstärkten Stimmen und so. Ja, aber ob sie es schaffen, das ist noch fraglich. Also es könnte noch dauern. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Tschüss. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Ende.